Willkommen in der Seniorenresidenz Sun Springs. Genießen Sie in Ruhe den Ruhestand. We are young, we run free. Was führt Sie nach Sun Springs? Ach, ich bin nur zum Sterben hier. Doch in der Komödie Dancing Queens bleibt Martha gar keine Zeit zum Sterben. Im Film geht es um die Beziehung zwischen zwei sehr, sehr unterschiedlichen Frauen. Martha und Cheryl. Martha und Cheryl. Hi! Du tust hier ein. Ich hatte gehofft, du wärst ein Mann. Wie bitte? Wusstest du, dass alleinstehende Männer 10 Jahre früher sterben als alleinstehende Frauen? Dabei haben wir, weiß Gott, ohnehin schon zu wenige Erektionen hier in der Gegend. Oh, wir reden von Erektionen, verstehe. Zu Beginn denkt man, dass diese zwei auf keinen Fall Freunde werden. Doch Gegensätze ziehen sich an und so werden sie beste Freundinnen. They become quite firm friends. Was ist das? Du warst Cheerleader? Ich musste aufhören. Vielleicht solltest du es noch mal versuchen. Für die Hollywood-Ikonen Diane Keaton und Jackie Weaver waren die Vorbereitungen echte Knochenarbeit. Since I play a cheerleader, da wir ein Cheerleading-Team gründen, musste ich natürlich auch Cheerleading machen. Das war jetzt nicht unbedingt etwas, auf das ich mich gefreut habe. Wir hatten eine tolle Choreografin, die uns Damen trainierte. Das war echt traurig. Ich habe so lange gebraucht. Und bei den anderen sah es so leicht aus. Zeigen Sie mal was. Ich wollte offen gestanden immer Cheerleaderin sein. Ich habe meinen Mann gefragt. Was hat er gesagt? Nur über meine Leiche. Das ging schnell. Ich bitte dich, die Frau ist am Boden zerstört. Ich bin sicher, das war das Letzte, woran sie gedacht hat. Wir sehen uns beim Training. Als Frau in unserem Alter ist man schon ein bisschen gebrechlicher und außer Puste. Es war echt harte Arbeit. Ein paar hätten das Training fast nicht überlebt. Aber es war toll. Eine tolle Aufgabe. Ein Wettbewerb, sagst du? Aber das ist ein Riesending. Die Teilnehmer kommen wirklich von überall. Ihr könnt nicht gegen echte Cheerleaderinnen antreten. Doch, können wir. Die älteste Kategorie ist 18 plus. Aha. Na und, was soll's? Wir sind 18 plus. Ja. 18 plus 50. We're so youth-obsessed and youth-focused. Unsere Gesellschaft ist so besessen von der Jugend, anstatt sich an die Menschen zu wenden, die schon so viel miterlebt haben. Ich finde, das ist ein wichtiger Teil dieser Geschichte. Part of the story. Eine warmherzige Sommerkomödie, die beweist, dass es niemals zu spät ist, um seine Träume zu verwirklichen. Dancing Queens. Wenn ich springe, wird mir schwindig. Ich habe eine Knieprothese. Habe ich erwähnt, dass ich Chlamydien hatte? Ja, hast du neben einer schockierenden Menge anderer Informationen.